Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen Courtier Guide für euch und ich werde euch erzählen, wie ihr das meiste aus Courtier herausholt. Aber kleiner Disclaimer, ihr müsst natürlich nicht immer alles machen von dem, was ich hier euch erzähle. Ich mache das auch nicht immer. Je nachdem, wie viel Zeit und Lust ich habe, lasse ich auch gerne mal gewisse Dinge einfach weg. Und bevor wir jetzt starten, liked gerne das Video, schreibt mir einen Kommentar und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Kanal. Okay, dann starten wir. Was machen wir als erstes in Courtier? Wir nehmen die ganzen Dailies an. Das ist jetzt ziemlich offensichtlich, aber stellt einfach sicher, dass ihr wirklich jede Daily Quest angenommen habt, weil während ihr die ganzen Quests macht, könnt ihr alle anderen Sachen erledigen. Und bevor wir dann losgehen und die ganzen Dailies machen, beschwört den abgerichteten Gromit, falls ihr Zugang dazu habt, weil der zeigt euch schon ganz viele Schätze in Courtier an, während ihr unterwegs seid. Den Gromit, den könnt ihr euch kaufen beim Archivar, der ist nicht teuer. Also wenn ihr den noch nicht habt, dann kauft ihn euch auf jeden Fall. Und wenn ihr dann unterwegs seid und eure Dailies macht, dann rennt der kleine Gromit immer zu Schatztruhen, die ihr sieht, oder zu Schlundpilzen, Nestern, Splitterfellvorräten, alles Mögliche. Und das macht es euch einfach ein bisschen einfacher, die Dinge zu finden. Was ich dann ganz gerne als erstes mache, ich gehe dorthin, wo ich dieses kleine Event von meinem Pakt starten kann. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr direkt den ersten Rare gekillt und habt auch die Chance auf einen Mount. Und natürlich könnt ihr auch hingehen und die Rares von den anderen Pakten killen, falls jemand dieses Event startet. Gar kein Thema, nur behaltet im Hinterkopf, dass ihr nicht das Mount bekommen könnt, wenn ihr diesem Pakt nicht angehört. Was ich auch ganz gerne mache, ich öffne regelmäßig die Karte, um zu schauen, wo gerade ein Rare Up ist oder eventuell, ob ein Teleporter repariert wurde. Und es wird euch eben auf der Karte angezeigt. Und manchmal kriegt ihr auch unten in eurem Chat eine Meldung, wenn irgendwas passiert ist. Ich schaue auch immer mal wieder nach, ob der Schlinger Up ist oder Kroke, der Gepeinigte. Ich glaube, die beiden werden euch nämlich gar nicht auf der Map angezeigt. Und um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, Dailies machen, schauen, welche Rares wo gespawnt sind, das Event von eurem Pakt machen, Schatztruhen looten, Schlundpilze looten, Nester looten, Splitterfellvorräte looten, also alles, was ihr finden könnt. Und dann seid ihr da schon gut dabei. Manchmal seht ihr auch Rares, die ihr nicht angreifen könnt. Das sind dann Rares in der Rissphase von Courtier. Und wenn das der Fall ist, ist immer in der Nähe davon ein Rissportal. Und diesen Riss könnt ihr betreten, wenn ihr einen reparierten Rissschlüssel habt. Dann geht ihr einfach zu diesem Portal, klickt da drauf, dann wird ein Schlüssel von euch verbraucht und dann seid ihr im Riss. Was ihr dann machen müsst, ihr müsst den Rare einmal anklicken und dadurch wird er von der Rissphase in die normale Phase übertragen und dann könnt ihr den Rare killen. Und wenn wir schon beim Thema Riss sind, ihr könnt natürlich ein Rissportal betreten, um dort noch mehr Dinge zu erledigen. In der Rissphase gibt es zum Beispiel jeden Tag 4 Schatztruhen versteckt in Courtier. Die werden euch auch auf der Minimap angezeigt und dort habt ihr auch nochmal Chance auf Belohnungen wie Quartitkristalle oder dieses Item, mit welchem ihr Conduits aufwerten könnt und andere Dinge natürlich auch noch. Wenn ich die Schatztruhen im Riss looten will, dann gehe ich immer zu dieser Location, weil dort ist wirklich immer ein Rissportal. Aber beachtet, wenn ihr einen Riss betretet mit diesem reparierten Rissschlüssel, dann habt ihr nur 15 Minuten Zeit und werdet dann wieder aus dem Riss quasi rausgeportet. Dann seid ihr wieder in der normalen Courtier-Phase. Aber normalerweise reichen die 15 Minuten, um alle 4 Schatztruhen zu finden. Die Locations von den Schatztruhen, die sind auch jeden Tag anders im Riss. Da müsst ihr einfach in Courtier unterwegs sein und wie gesagt, die Schatztruhen werden euch auf der Minimap angezeigt, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, und im Prinzip war es das auch schon. Es gibt natürlich noch mehr Dinge, die ihr in Courtier machen könnt, aber das sind so die größten meiner Meinung nach. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne Zeit in Courtier verbringt und diese ganzen Dinge tut oder eher nicht. Würde mich sehr interessieren. Und dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, das Video war nützlich für euch. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und tschüssi.